Was ist das da oben? Oh, hier zum Beispiel die Dusche ist ziemlich kaputt. Wie schön wäre das? Hier kommen meine ganzen Einkochgläser hin. Ich habe da unser Gartenschuppen und Hühnerstall. Falls wir noch 10 Kinder kriegen, da ist noch Platz in der Scheune. Reinspaziert! Willkommen zu unserer Hoftour. Wir haben diesen Resthof gekauft und ich zeige euch jetzt mal, wie hier alles aussieht. Fangen wir da an, das ist nämlich richtig cool. Wir haben eine richtig tolle Klingel. Moment. Aber das ist unpraktisch, dass wir so eine Glastür haben, weil ich war schon einmal nackig, als der Postbote geklingelt hat und da musste ich mich da hinten in der Küche verstecken. Deswegen muss hier ein Vorhang hin oder eine andere Tür. Das ist das Wohnzimmer. Hier werden wir ab heute Abend oder morgen erstmal den Boden abschleifen, weil hier stand früher ein Kamin. Deswegen ist der Boden da noch so ein bisschen verfärbt. Hier geht's in die Küche. Wir haben eine ganz tolle Vorratskammer mit einer Tür, die noch nicht funktioniert, aber das kriegen wir noch hin. Der beste Ort im ganzen Haus. Hier kommen meine ganzen Einkochgläser hin. Ich habe meine letzte Vorratskammer auch schon versucht, schön einzurichten. Das will ich hier auch wieder machen. Ich liebe auch diese ganzen kleinen Details, die die vorherigen Besitzer hier haben. Zum Beispiel ist das hier so ein Stopper für die Tür, den die einfach selber geschnitzt haben. Und hier haben wir eine große Küchenhexe. Die funktioniert auch. Und hier ist die Küche. Das haben die bisherigen Besitzer selber gebaut. Ich finde die auch sehr schön, aber ich glaube, mein Freund und ich sind zu unordentlich für offene Schränke. Eine Sache, die ein bisschen doof ist, aber vor allem sehr cool, ist dieser Keller hier. Das Problem ist, dass die Küche, weil hier die Falltür ist, so 30 cm tief ist an der ganzen langen Seite. Und das finde ich doof. Deswegen überlege ich, ob wir die Vorratskammer woanders hinbauen, vielleicht hier drüber und die Küche darüber packen. Aber auf jeden Fall wollen wir diese Tür hier nicht zubauen, weil das ist richtig cool. Das ist ganz kühl hier unten. Hier kann man noch viel mehr Einkochgläser und Kartoffeln und Fermente lagern. Und das ist einfach super cool. Sind ja auch schon welche. Ja. Und das ist noch das Geheimkühlfach. Ja, das ist ganz praktisch, oder? Da muss man nicht immer ganz runterlaufen. Noch ein kleiner Teil der Küche. Das war ja alles schon drin. Hier war bisher das Esszimmer. Und hier sind auch so lauter Fenster zum Flur hin. Das ist ein Fachwerkhaus von 1850 ungefähr. Das ist eigentlich ja ziemlich gut erhalten. Wir müssen nur die Dämmung noch verbessern. Hier ist das Arbeitszimmer von meinem Freund. Das hat einen richtig tollen Korkboden. Hat er immer schön warme Füße. Ja, wir müssen noch viel an den Wänden machen. Hier war anscheinend mal ein großes Regal. Da müssen wir noch ganz viel spachteln und streichen. Mein Freund hat sehr interessante Sachen in seinem Büro stehen. Kein Kommentar. Ja, hier mit diesem Flur, da würde ich sehr gerne den Boden neu machen. Aber eins nach dem anderen. Was dringender ist, ist dieses Bad. Hier zum Beispiel die Dusche ist ziemlich kaputt. Hast du noch gar nicht gesehen. Aber das ist halt auch richtig runtergerockt und ist auch einfach nicht so schön. Und wenn wir mal irgendwann Zeit und Geld haben, dann wird das eins der ersten Projekte wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, dann gehen wir hoch. Wir fangen hier an. Bei dem kleinen Raum, der ist nämlich so schön. Hier ist was nicht schön. Diese Wand ist irgendwie nicht so gut. Aber dahinter könnte man theoretisch noch ausbauen. Also falls wir noch 10 Kinder kriegen, da ist noch Platz in der Scheune. Oder die kommen alle in dieses Zimmer. Nee, wir dachten eher, dass das unser Gästezimmer wird. Und guckt mal, was hier für eine schöne alte Tür ist. Oh, ich mag die. Und der Boden ist auch einfach so schön. Im Vergleich zu hier. Also hier finde ich den Boden noch gar nicht schön. Da haben wir auch schon mal drunter geguckt und wollen den vielleicht jetzt auch abschleifen. Hier ist unser Schlafzimmer. Im Moment wohnen wir hier ganz provisorisch nur auf einer Matratze. So in 2-3 Wochen, wenn wir alles, was den Boden angeht und die Wände angeht, renoviert haben, dann werden wir mit dem ganzen Rest umziehen. Hier wollen wir zum Beispiel noch die Fußleisten neu streichen, weil die so gelb sind vom Fußbodenöl und so lauter Sachen, Kleinigkeiten. Und hier ist das schönste Zimmer im ganzen Haus. Wir hatten viele Diskussionen, wer in dieses Zimmer einziehen darf. Und das wird jetzt das Kinderzimmer. Ich freue mich da schon richtig drauf, weil ich liebe das, so das Kinderzimmer schön zu machen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön, wenn es fertig ist. Guck mal, hier sind so kleine Sterne. Kommen wir in mein zukünftiges Zimmer.
Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen will. Das hat diese richtig coole Abstellkammer. Ja, da kann man vielleicht Bettwäsche und so Kram lagern. Und dann gehen wir nochmal hin. Also, hier können wir auch noch aufbauen, theoretisch. Was man hier machen muss, ist dämmen. Entweder so unterm Dach, wenn man es ausbauen will. Oder wir dämmen einfach den ganzen Fußboden. Das wäre erstmal viel günstiger und schneller. So, jetzt gehen wir mal in die Schrauben. Hier gibt es ganz viele alte Geräte und abenteuerliche Sachen, oh, die man erkunden kann. Ach, da ist ja noch was drin. Oder ist das der Ende? Nee. Hier ist so ein cooler Flaschentief. Hier stehen ganz viele Sachen rum. Schaut euch mal diese alten Wände an. Wir sind noch am Überlegen, was hier passieren könnte. Und hier ist die coolste Lampe. Hier kommt man hoch in den Garten. Und ich frage mich, ist das ein Fledermauskasten? Das hat unten ein Loch. Oder ist das irgendwas anderes? Hier werden wir hier eine lange Werkbank hinmachen. Mit einer Standbohrmaschine und was noch? Tischkreissäge. Ja. Das kommt alles hier so mit. Überall ist Strom und Licht. Das ist echt richtig toll. Und es gibt da so kleine Räume. Auch noch einen an einer anderen Stelle in der Scheune. Was ist das da oben? Oh, ein Dachboden. Ach klar, da ist ja die Scheune die andere, oder? Ja, aber warum ist da denn durch? Ich habe mir da was runtergeworfen. Da ist unser Gartenschuppen und Hühnerstall. Hier möchte ich mein Büro reinbauen. Wie schön wäre das, wenn ich hier meinen Schreibtisch habe, hier meine Videos schneide. Wenn irgendwas fehlt, einfach immer raus im Garten kann und einfach, wenn diese beiden Welten vom draußen sein und vom am Rechner sitzen irgendwie verzahnt würden. Deswegen würde ich den Raum gerne dämmen und den Fußboden reinmachen. Und das Glas ist auch noch zum Teil Plexiglas. Das müsste man mal so machen, dass man hier nicht im Winter erfriert. Dann wird das, glaube ich, ein richtig, richtig schönes Büro. Der Garten geht noch bis da oben zu dem ganz großen Baum. Also freut euch auf die Gartentour, die kommt auch bald. Da drüben verlinke ich euch das Video zum Umzug, also schaut da auch gerne rein. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss. Tschüss.